Welche Haie leben eigentlich im Roten Meer? Für uns Menschen aus dem deutschsprachigen Raum ist das Rote Meer das näherste tropische Meer und nur binnen weniger Flugstunden erreichbar. Es ist eines der schönsten Unterwasserparadiese weltweit und sowohl Schnorchler als auch Taucher kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Speziell wenn es um Haie geht, enttäuscht das Rote Meer sicher nicht. Über 40 verschiedene Haiarten können hier vorkommen, wobei gleich dazu zu sagen ist, dass der weiße Hai hier nur sehr selten zu Besuch ist. Für sie ist das Rote Meer nämlich tatsächlich zu warm. Schwarzspitzenriffhaie und Weißspitzenriffhaie sind mitunter die häufigsten Haiarten. Meist trifft man sie an den unzähligen Korallenriffen im Roten Meer und mit ihren 2 Meter Länge sind sie eher die kleineren Vertreter. Dahingegen durchaus größer, aber eher fernab der Küste sind zum Beispiel Hammerhaie und Sandtigerhaie. Diese trifft man erst mehrere Kilometer entfernt von der Küste an und meist eher tiefer. Aber genau an solchen Orten gibt es eine weitere Art, die als berüchtigster und gefährlichster Hai im Roten Meer zählt. Wer das ist, erfährt ihr im nächsten Teil.